Am 22. September ist Bundestagswahl und es gibt unglaublich viele Wahlspots von diversen Parteien, die dich aufrufen, doch am 22. September bitte eine Wahlkabine bis 18 Uhr betreten zu haben, um dann deine Stimme abzugeben, eine dieser Parteien zu wählen. Wir von KenFM, die Redaktion KenFM, möchte auch einen kurzen Spot hier ins Netz stellen und wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen, dass du dieser Wahl fernbleibst. Geh nicht am 22. September zur Bundestagswahl und gib deine Stimme nicht ab. Egal, welche Partei du denkst, die richtige sei. Lass das. Warum fordern wir dich dazu auf? Nicht, weil wir Antidemokraten sind, sondern im Gegenteil, weil wir Vollblutdemokraten sind und weil wir dir zeigen wollen, dass das, was man dir als Demokratie verkauft, eben alles andere ist, nur keine Demokratie. Ich möchte dazu ein kurzes Beispiel wählen. Angenommen, du möchtest umweltfreundlich von A nach B kommen mit deinem Fahrzeug und gehst dazu auf die IAA, die Internationale Automobilausstellung. Dann wird man dir dort das ein oder andere Fahrzeug schon anbieten, was weniger verbraucht als das, womit du im Moment da bist. Ja, theoretisch. Ein Motor, einen kleineren, weniger PS, ein kleineres Auto, aber es wird ein Auto sein. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du mit deinem Fahrrad gekommen bist und genau das ja in die Diskussion einführst, ob das nicht das Allerfreundlichste wäre für die Umwelt, nämlich mit diesem Fahrrad auch wieder zu gehen, dann wird die Autoindustrie dir davon abraten und wird sagen, das ist falsch. Du kannst auf der IAA die Umwelt nur dann schützen, wenn du mit einem Auto gehst. Obwohl wir beide natürlich wissen, dass ein Fahrrad viel umweltfreundlicher ist als ein Auto. Nur nicht für die Automobilindustrie. Dieses Beispiel kannst du auf die Politik übertragen. Die Parteien, die wir heute haben, bieten dir Lösungen an für Probleme, die sie selber quasi mitgeschaffen haben, weil sie sind Industrievertreter. Jeder dieser Spitzenpolitiker sitzt nur deshalb dort, wo er sitzt, weil hinter ihm eine Art Lobby ist, die dafür sorgt, dass er das Richtige dort sagt. Das heißt, keine Partei sorgt dafür, dass die Probleme, die wir im Moment haben, die übersichtlich sind, es sind immer dieselben übersichtlichen Probleme, dass diese Probleme verschwinden. Sie werden nur durch neue Probleme ersetzt. Warum? Weil die Industrie Probleme produziert und diese Probleme dann nur durch neue Probleme austauscht, damit die Industrie erhalten bleibt und damit die Parteien erhalten bleiben. Jede Wahl sorgt nie für einen Wandel dieses Systems, nicht für ein Verschwinden dieser Probleme, sondern eben nur, dass Problem A durch Problem B ersetzt wird. Das funktioniert ganz gut, denn du fällst immer wieder darauf rein, wenn du zum Beispiel sagst, die Probleme, die ihr nicht lösen könnt, die löse ich selber durch meinen Konsum oder durch meinen Konsumverzicht. Ich bin zum Beispiel bei keiner systemrelevanten Bank. Ich bin bei keinem Energieversorger, der mir AKW-Strom verkauft. Ich esse praktisch gar kein Fleisch mehr oder ich kaufe keine Produkte mehr aus der Massentierhaltung. Das sind konkrete Maßnahmen, die du sofort umsetzen kannst. Parteien erklären dir aber nein, das ist alles Quatsch. Nur wir, die Parteien, können deine Probleme lösen. Du musst uns allerdings deine Stimme geben. Und die meisten von uns kümmern sich die 4 Jahre über überhaupt nicht um Politik, weil man ihnen erklärt hat, sie können nichts machen. Und alle 4 Jahre geben sie ihre Stimme ab, um dann nach 4 Jahren festzustellen, dass sich nichts getan hat. Es hat sich ja nichts getan. Was hat sich denn verändert von den Problemen, die wir vor 4 Jahren hatten, zu den jetzigen Problemen? Haben wir weniger systemrelevante Banken, also gibt es dieses Geldsystem nicht mehr? Haben wir weniger Umweltverschmutzung? Haben wir weniger AKW-Strom oder produzieren wir den woanders einfach? Haben wir weniger Krieg? Haben wir weniger Ungerechtigkeit? Haben wir weniger Hunger? Haben wir mehr Mitbestimmung? Haben wir mehr Demokratie? Das haben wir alles nicht. Und aus diesem Grund ist unser Appell an euch, wenn ihr wirklich was verändern wollt, dann fangt bei euch selber an, indem ihr einfach euren Konsum überprüft und alles, was euch daran stört, was nämlich falscher Konsum ist, dass ihr diesen Konsum aufgibt. Das ist der eigentliche Punkt, das könnt ihr wirklich tun. Wenn ihr also am 22. September der Wahl fernbleibt, seid ihr überhaupt keine Antidemokraten, ihr seid viel demokratischer. Und ihr müsst auch nicht bis zum 22. September warten, ihr könnt sofort anfangen, weniger Auto zu fahren, öffentlich-rechtlich zu fahren, weniger Trash-TV zu gucken, Bücher zu lesen, weniger Fleisch zu essen, bei der richtigen Bank zu sein, den richtigen Energieversorger zu wählen. Das könnt ihr sofort tun. Und ihr braucht dazu nicht Peer Steinbrück oder Angela Merkel oder Claudia Roth oder wen auch immer. Das sind alles Menschen, die wollen nur gewählt werden, damit sie für die Industrie das tun können, was sie jetzt schon tun, nämlich deren Lobbyismus weiterverkaufen. Geh da einfach nicht hin. Und die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, ja, wie soll es denn dann weitergehen? Diese Frage erübrigt sich, seit wir das Internet haben. Damit Menschen kollektiv was erreichen können, müssen sie sich zusammenschließen. Dazu brauchen sie eine Struktur. Diese Struktur gibt es, das Internet. Und dass das Internet eine Gefahr darstellt für die Elite, für die herrschenden Köpfe, kann man schon daran erkennen, dass die NSA wirklich alles unternimmt, um das Netz, also uns alle, zu kontrollieren. Warum denn? Weil dort oben erkannt wurde, dass die Macht bei uns ist, weil wir connected sind und dass wir das langsam verstanden haben. Es geht also danach weiter, weil wir uns einfach connecten. Weil wir die Probleme im kleinen Kreis lösen und weil wir sie konkret angehen. Das Leben geht auch ohne die Grünen weiter.
Vögel werden auch weiterhin von A nach B fliegen ohne die CDU. Du wirst auch morgen noch Hunger haben und dir ein Brot kaufen ohne die SPD. Du brauchst Peer Steinbrück nicht dazu. Das ist die Zukunft, diese Art von Parteienlandschaft. Also die Vertretung von Lobbyverbänden, das hat sich erledigt. Der Schlüssel liegt bei uns, im Netz. Und deswegen, die Probleme, die ja weiter bestehen, werden wir im kleinen Kreis lösen. Wir werden sie angehen, weil wir sie ja lösen müssen. Und das ist der erste Schritt. Wir werden nicht alles auf einmal tun können, aber Step by Step. Und wir brauchen auf keinen Fall Menschen, die sagen, ich tue das für dich. Denn das ist etwas, was sie auf gar keinen Fall tun werden. Sie werden die Probleme nicht für dich lösen. Sie werden vielleicht die aktuellen Probleme durch neue Probleme ersetzen. Und dass sie das tun, hinter Schloss und Riegel, hinter Mauern, beweist ja, welche Angst sie haben, dass wir ihnen dabei über die Schulter gucken könnten, was sie dort eigentlich machen. Diese Menschen richten überall auf den Plätzen Kameras auf uns. Wir sind verdächtig. Eigentlich sollten wir diese Kameras auf sie richten und fragen, Entschuldigung, was macht ihr eigentlich mit unserer Stimme? Was macht ihr mit unseren Steuergeldern? Und das wollen diese Menschen nicht. Deswegen wird hinter geschlossenen Türen getagt. Deswegen erfahren wir davon nichts. Weil es ist nicht so, dass man uns für dumm verkaufen möchte, dass man uns für blöd hält. Die Politiker und die Systeme dahinter, die Lobbys dahinter, weiß sehr genau, dass wir sehr schlau sind, das erkennen würden. Aber in dem Moment, wo man uns das gar nicht zeigt und uns einseift mit Brot und Spiele, kann man uns alle Jahre verführen. Wie lange willst du dieses kranke Spiel eigentlich noch mitmachen? Du musst das nicht mitmachen. Du musst nur deinen Kopf benutzen. Und du musst dir die Frage stellen, wenn du an irgendeinem Punkt nicht mehr weiter weißt, dann frag doch einfach deinen Nachbarn oder deinen Freund, deinen Kumpel. Irgendeiner weiß immer weiter, weil wir ein Team sind. Wir sind alle ein Team. Und wir brauchen zu diesem Team, ja, keine Vereine, die unten ihre Labels draufkleben und uns quasi spalten. Bisschen grün, bisschen rot, bisschen CSU, damit wir uns nie einig werden. Die meisten von uns sind doch in der Sache einig, dass es so auf gar keinen Fall weitergeht. Und dass die bisher geglaubt haben oder uns verkauft haben, dass sie für uns Lösungen parat haben, dass sie ja gar keine Lösung haben und dass denen nicht über den Weg zu trauen ist. Warum sollte das am 22. September anders sein? Du kennst doch schon heute die Reden, dass sich jeder als Wahlsieger ausgibt. Und du weißt doch auch genau, was danach passieren wird. Gar nichts wird passieren. Es wird gar nichts passieren. Es wird alles alternativlos bleiben. Man wird dir dann erstmal eröffnen, dass wir doch zum Beispiel die Griechen aus der Eurozone drängen müssen, dass es einen Schuldenschnitt geben wird, dass die großen Energieversorger jetzt doch erstmal weiter die Monopole halten werden, dass es doch weiter zentralisiert, dass es im Moment ja nicht geht. Die Zeit kommt noch. Die Zeit kommt nach den Politikern. Nie. Wenn du eine andere Zeit haben möchtest, dann fang die Zeit jetzt an. Du musst nicht bis zum 22. September warten. Hör einfach mit den Dingen auf, die man dir verspricht, indem du da einfach nicht mehr mitmachst. Hör einfach auf damit. Natürlich kannst du als Einzelperson nicht die NATO-Politik ändern. Aber was meinst du, was passieren würde, wenn die Mehrheit diese Regierung und diese Parteien nicht mehr wählen würde? Das System würde implodieren, weil das, was beschlossen würde im Bundestag, wäre ja gar nicht mehr durchzusetzen. Sind wir alle zusammen wirklich dümmer als die paar Abgeordneten, die ihren Wahlkampf von der Industrie haben durchfinanzieren lassen, also deren Interessen vertreten? Sind wir wirklich blöder? Bist du und ich, sind wir zusammen blöder? Als Peer Steinbrück und seine Freunde, die ganzen Lobbytypen? Ich glaube nicht. Also ich bin nicht blöder. Und ich lasse mich nicht zu machen halten. Und zur Wahl zu gehen, bedeutet wieder eine Versicherungspolice zu unterschreiben, wo es unglaublich viel Kleingedrucktes gibt, was man dir aber jetzt nicht zeigt. Natürlich kannst du auch zur Wahl gehen. Und dich die nächsten 4 Jahre dann darüber aufregen, dass man dich zum Narren gehalten hat. Aber für die meisten Menschen bedeutet Wahl, dass die sich jetzt darum kümmern. Ich kann genauso weiterleben wie bisher. Ich kann Fleisch essen, Kurzurlaube machen mit dem Flugzeug, mein SUV durch die Stadt fahren, weil dann sind die da drüben ja schuld. Das ist der Deal, den wir mit denen haben. Mach du dich schuldig und dann kann ich so weitermachen wie bisher. Und dazu habe ich keine Lust mehr. Ich will nicht so weitermachen wie bisher. Ich mache auch nicht so weiter. Und zwar nicht aus Verantwortung gegenüber Angela Merkel und ihrer Altersversorgung, die ist gesichert, sondern bezüglich der Verantwortung meiner Kinder, der nächsten Generationen. Wir können das nicht mehr anbieten, was wir machen. Ich will das nicht mehr anbieten, was wir machen. Und es gibt dazu Alternativen. Es gibt zur Alternativlosigkeit immer eine Alternative. Das ist einfach dein Gehirn. Und wenn diejenigen, die über uns herrschen, die tollsten Tipps für uns haben, von Alternativlosigkeit sprechen, bedeutet das nur, dass sie sie nicht haben. Oder was viel schlimmer ist, dass sie nicht sagen dürfen. Denn Merkel und Co. wissen ja ganz genau Bescheid. Aber sie werden dafür bezahlt, das, was sie wissen, nicht zu sagen, sondern nicht einzuseifen. Mit solchen Gesten. Alles, worum ich dich und die Redaktion KenFM bitten möchte, ist,
die Angst, die du hast, die du spürst, ich kann ja nicht zur Wahl gehen, das machen ja alle, das haben ja alle immer schon gemacht. Diese Angst ist ja für dich spürbar, die ist ja da. Und das zeigt, wie stark die Propaganda, wie stark die Gehirnwäsche bei dir ist, dass du denkst, du kannst ein System, was total ungerecht ist, nur dadurch zu Fall bringen, indem du ein total ungerechtes System weiterhin wählst, in der Hoffnung, dass das totale ungerechte System mit den Köpfen obendrin sich selber abschafft. Dabei profitieren die Köpfe davon. Glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass die Mafia ihre Macht abgibt und dass du alternativ die Camorra wählen könntest? Du bleibst ja in einem System, was verbrecherisch ist, was alle 5 Sekunden ein Kind sterben lässt, was Mangel organisiert. Es ist ja für genügend für alle da. Es ist ja nicht so, dass es irgendwas zu wenig gibt. Es gibt genug Geld. Es ist bloß komisch verteilt. Es gibt genug Nahrung. Es gibt genug Platz. Es gibt genug Kultur. Es gibt genug Religion. Nur man spaltet uns, indem man uns immer erklärt, dass die anderen doof sind, die anderen sind Feinde. Das sind nicht meine Feinde. Ich kenne meine Feinde noch nicht einmal. Ja? Ich habe schon Probleme, meine ganzen Freunde kennenzulernen. Aber das, man suggeriert dir, wer alles weg muss, wem wir bombardieren sollen. Guck dir das alles nicht mehr an. Das brauchst du auch alles gar nicht. Das vergiftet deinen Geist, das macht dir Angst. Es erklärt dir ständig, machen auch die großen Nachrichtenmagazine inzwischen, dass du ja wohl zu blöd bist und dass es da ja wohl Experten gibt, die das viel besser wissen als du. Wenn das so ist, wie kann es eigentlich sein, wo wir doch von Experten umgeben sind, dass wir in diesen ganzen Schlamassel hineingeraten sind? Was sind denn Experten? Experten erklären dir dauernd, dass sie über dein Leben besser Bescheid wissen als du, dabei leben sie gar nicht dein Leben. Benutze dein Gehirn. Fange sofort damit an. Warte nicht bis zum 22. September und lass dir vor allem nicht erklären, du wirst undemokratisch, weil du sofort anfängst, demokratisch zu handeln, indem du dein eigenes Leben mit den eigenen Freunden neu organisierst. Du bist kein Demokrat, nur weil du am 22. zur Wahl gehst und sonst weitermachst wie bisher. Dann bist du kein Demokrat. Dann bist du Wahlvieh. Dann bist du ein Vollidiot. Dann hat man dich reingelegt. Okay? Natürlich kannst du auch zur Wahl gehen und dein Leben ändern. Aber warum? Ich meine, wenn du Öko-Produkte kaufen willst, kannst du natürlich auch noch zu Aldi gehen, nachdem du Öko-Produkte gekauft hast. Aber warum willst du dann noch zu Aldi gehen? Wozu? Als Ausgleich für was? Du bist doch dagegen. Dann kauf Öko und geh nicht noch als Ausgleich zu Aldi. Du kaufst doch zwangsweise die ganze Zeit bei einer Art geistigen Aldi und du siehst doch, wo uns das hinführt. Und wenn die da oben nicht wissen, wie es läuft, dann zeig du doch mal, wie es läuft. Indem du in eine andere Richtung läufst, als die, die man dir vorgibt. Das sind alles Vorgaben, okay? Du brauchst diese Vorgaben nicht. Du kommst auf die Erde, du hast kaum einen Plan und dann lernst du alles. Du lernst laufen, du lernst sprechen, du lernst ein soziales Wesen zu sein. Und je mehr du weißt, desto mehr sagen dir andere, die du gar nicht kennst, wie wenig du weißt und dass das alles immer nicht reicht. Ist das so? Und wann reicht es? Wann wird der Bürger denn eigentlich in die Mündigkeit, ins Erwachsensein entlassen? Das will ich dir sagen, bei diesem System nie. Dieses System braucht ja dich, damit es über dich walten und schalten kann. Du bist ja derjenige, über den geherrscht werden muss, damit es eine Berechtigung für diese Figuren gibt. Wenn du nicht mehr gehst, gibt es keine Berechtigung mehr für diese Figuren. Da muss sich Jürgen Trittin oder Claudia Roth oder Angela Merkel einen neuen Job suchen. Ist doch nicht mein Problem, welcher das ist und ob die schwer vermittelbar sind. Ich habe für dieses ständige Warten auf die lange Bank schieben, für Probleme, die das gar nicht erlauben, dass man sie auf die lange Bank schiebt, ich habe dafür keine Zeit mehr. Und dorthin zu gehen, bedeutet, dass man mich übervorteilt hat. Es mich beleidigen diese Wahlplakate. Hält man mich wirklich für so blöd, dass sie mir erklären kann, gemeinsam erfolgreich? Wen meint die denn mit gemeinsam? Ich habe von ihrem Erfolg gar nichts mitbekommen. Und den Erfolg, den ich habe, den habe ich ihr nicht zu verdanken. Oder Peer Steinbrück, der Mann mit den 180-Euro-Krawatten von Hermes. Oder die Grünen. Die Grünen sind heute in jedem Krieg dabei. Was ist denn aus den Grünen geworden? Und zu den Linken kann ich nur sagen, die Linken ist ein guter Laden, ja? Gregor Gysi ist ein guter Mann. Aber wenn Gregor Gysi tot ist und er hat schon 2 Herzinfarkte gehabt, ich glaube irgendwie einen gleichen Gehirntumor, dann ist der Mann total weg. Wenn der außerhalb dieser Opposition im Bundestag arbeiten würde, könnte der mit viel mehr erreichen. Denk einfach mal darüber nach. Es würde mich skeptisch machen, wenn dein gesamtes Umfeld derselben Meinung ist und das sagt, was aus dem Fernsehen rauskommt. Denn wem gehört denn dieses Fernsehen? Wem gehören denn diese Medien? Das sind Staatsmedien, organisiert von der Industrie, um dich bei der Stange zu halten. Warum? Für deinen Vorteil? Für dich? Oder für andere? Wenn du dich befreien willst, wenn du aus diesem System aussteigen willst, bedeutet das nicht, dass du aussteigst, das bedeutet, dass du einsteigst.
in dein eigenes Leben und dass du dich um die Dinge kümmerst, die du überblicken kannst und die du deswegen auch verändern kannst, wo du wirklich siehst, dass etwas passiert. Das ist mein Appell an dich. Kümmere dich um die Dinge, die du wirklich ändern kannst. Und das sind eine ganze Menge Dinge. Und wenn das ganz viele zusammen machen, erreichst du viel mehr, wie in den nächsten 4 Jahren geändert wird. Denn in den nächsten 4 Jahren wird sich vor allem eines ändern. Man wird dich wieder neu einseifen und wieder neu erklären, warum es in den nächsten 4 Jahren leider doch nicht geklappt hat, auch nur ansatzweise das umsetzen zu können, was man versprochen hat, weil ja die anderen das blockiert haben. Dieses System blockiert sich permanent gegenseitig und benutzt dich dabei. Und dieses System und diese Köpfe profitieren davon. Und es gibt immer nur irgendeine Gruppe, die größte, wir alle, die Wähler, die davon eben nicht profitieren, die da am Ende bezahlen müssen, die Leidtragenden sind. Ich an deiner Stelle hätte das satt. Ich hätte das satt. Und es reicht nicht, das satt zu haben. Es reicht nicht, Protestwähler zu sein. Mach das nicht. Schon das ist ein Trick. Das ist ein Trick, dass du dann eben die Alternative wählst, die es ja gar nicht gibt. Die Alternative heißt, nicht zu dieser Wahl zu gehen, sondern sich sofort einer neuen Wahl zu stellen, nämlich mit seinem Konsum, jeden Tag, die nächsten 4 Jahre und ab sofort immer weiter. Und das geht? Natürlich ist das nicht einfach. Da muss ich überlegen, wenn ich früher immer das gekauft habe, wo gehe ich da alternativ hin? Ja, aber das kann auch Spaß machen. Und du musst das nicht alles von heute auf morgen lösen. Das musst du nicht. Step by step und du wirst dich irren, ja, gut. Aber es ist wenigstens dein Leben. Und wenn du einen Fehler gemacht hast, dann weißt du wenigstens, dass es dein Fehler ist. Und du brauchst auch keine blöden Ausreden, warum es so gekommen ist. Fang einfach an. kenfm.de Wenn du mit dem Fahrrad gekommen bist und genau das ja in die Diskussion einführst, ob das nicht das Allerfreundlichste wäre für die Umwelt, nämlich mit diesem Fahrrad auch wieder zu gehen, dann wird die Autoindustrie dir davon abraten und wird sagen, das ist falsch. Du kannst auf der IAA die Umwelt nur dann schützen, wenn du mit einem Auto gehst. Obwohl wir beide natürlich wissen, dass ein Fahrrad viel umweltfreundlicher ist als ein Auto. Nur nicht für die Automobilindustrie. Dieses Beispiel kannst du auf die Politik übertragen. Die Parteien, die wir heute haben, bieten dir Lösungen an für Probleme, die sie selber quasi mitgeschaffen haben, weil sie sind Industrievertreter. Jeder dieser Spitzen fordern wir dich dazu auf. Nicht, weil wir Antidemokraten sind, sondern im Gegenteil, weil wir Vollblutdemokraten sind und weil wir dir zeigen wollen, dass das, was man dir als Demokratie verkauft, eben alles andere ist, nur keine Demokratie. Ich möchte dazu ein kurzes Beispiel wählen. Angenommen, du möchtest umweltfreundlich von A nach B kommen mit einem Fahrzeug und gehst dazu auf die IAA, die Internationale Automobilausstellung. Dann wird man dir dort das ein oder andere Fahrzeug schon anbieten, was weniger verbraucht als das, womit du im Moment da bist, ja, theoretisch. Ein Motor, einen kleineren, weniger PS, ein kleineres Auto, aber es wird ein Auto sein. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du mit einem Politiker sitzt, nur deshalb dort, wo er sitzt, weil hinter ihm eine Art Lobby ist, die dafür sorgt, dass er das Richtige dort sagt. Das heißt, keine Partei sorgt dafür, dass die Probleme, die wir im Moment haben, die übersichtlich sind, es sind immer dieselben übersichtlichen Probleme, dass diese Probleme verschwinden, sie werden nur durch neue Probleme ersetzt. Warum? Weil die Industrie Probleme produziert und diese Probleme dann nur durch neue Probleme austauscht, damit die Industrie erhalten bleibt und damit die Parteien erhalten bleiben. Jede Wahl sorgt nie für einen Wandel dieses Systems, nie für ein Verschwinden dieser Probleme, sondern eben nur, dass Problem A durch Problem B ersetzt wird. Das funktioniert ganz gut, denn du fällst immer wieder darauf rein, wenn du zum Beispiel sagst, die Probleme, die ihr nicht lösen könnt, die löse ich selber durch meinen Konsum oder durch meinen Konsumverzicht. Ich bin zum Beispiel bei keiner systemrelevanten Bank. Ich bin bei keinem Energieversorger, der mir AKW-Strom verkauft. Ich esse praktisch gar kein Fleisch mehr oder ich kaufe keine Produkte mehr aus der Massentierhaltung. Das sind konkrete Maßnahmen, die du sofort umsetzen kannst. Parteien erklären dir aber nein, das ist alles Quatsch. Nur wir, die Parteien, können deine Probleme lösen. Du musst uns allerdings deine Stimme geben. Und die meisten von uns kümmern sich die 4 Jahre. Am 22. September ist Bundestagswahl und es gibt unglaublich viele Wahlspots von diversen Parteien, die dich aufrufen, doch am 22. September bitte eine Wahlkabine bis 18 Uhr betreten zu haben, um dann deine Stimme abzugeben, eine dieser Parteien zu wählen. Wir von KenFM, die Redaktion KenFM, möchte auch einen kurzen Spot hier ins Netz stellen und wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen, dass du dieser Wahl fernbleibst. Geh nicht am 22. September zur Bundestagswahl und gib deine Stimme nicht ab, egal welche Partei du denkst, die richtige sei. Lass das. Warum?